Ich habe von euch ja einiges an sehr netten Feedback zu der Domina of Torment bekommen, die ich letzte Woche angefangen habe zu bemalen. Und natürlich, wenn ich damit anfange, möchte ich das natürlich auch zu Ende machen. Daher nix wie ran an den Bemaltisch und die Pinsel gezückt, denn jetzt bemalen wir ihre Kleidung und die Rüstung. Was machen wir also? Wir benutzen jetzt einmal lila und malen den kompletten Stoff damit an. Wir nehmen einfach einen Pinsel und malen den ganzen Stoff einmal lila an. Ich habe noch einen zweiten Schritt zusätzlich gemacht, und zwar habe ich nicht nur das Lila einmal angemalt, sondern habe noch gleich alle Metallstellen, die kein Schmuck sind bei der Figur, auch nochmal in Schwarz angemalt. Das seht ihr hier am Helm oder an den vier Armschützern. Sie hat ja vier Arme, oder hier den Schienbeinschützer am linken Bein. So, und eigentlich würde ich jetzt sagen, wir würden das Lila jetzt akzentuieren. Ich dachte mir aber, dass wir so, da wir das Lila ja noch angerührt haben, wollen wir damit erst einmal die Rüstung bemalen. Und zwar sollen die Rüstung tatsächlich auch in Lila werden. Allerdings soll es ein Schwarz werden, das einen leicht lilanen Schimmer bekommt. Und dazu werde ich einfach ganz normale Kantenakzente setzen, die man gerne bei Rüstungen oder auch bei Panzerplatten oder sowas einsetzt. Das heißt, ich habe Schwarz als Grundfarbe und akzentuiere dieses Schwarz mit dem Lila, mit dem ich auch den Mantel gemalt habe. Allerdings bemale ich das nicht komplett, sondern setze tatsächlich nur an den Kanten die Striche. Daher auch Kantenakzente, also zum Beispiel hier. Und das mache ich jetzt bei allen Rüstungselementen. Gut, jetzt haben wir das einmal alles gemacht. Das heißt, wir haben unsere Farbe maximal genutzt, indem wir das Lila, mit wem wir den Umhang gemalt haben, auch noch unsere ganzen Rüstungsteile akzentuiert haben. So, wie ich gerade sagte, bekommen die Rüstungsteile alle noch eine zweite Schicht. Die rühren wir uns jetzt an, und der Vorteil ist, dass wir damit nämlich auch unseren Mantel bemalen können. Das heißt, wir machen hier zwei Schritte mit einem. Und zwar haben wir das Lila angerührt. Da ist unser Lila. Es ist vielleicht schon ein klein bisschen trocken geworden, egal, das können wir immer noch nutzen. Wir haben es ja auf der Nasspalette. Und da mischen wir jetzt einen schönen Beige-Ton mit rein. Ich würde da keinen Weißton empfehlen, also man kann sich überlegen, ob man das auch mit Weiß machen möchte. Weiß ist dementsprechend immer ein bisschen sehr stark. Ich finde so einen Beige-Ton immer schöner, weil das dadurch einen weitaus realistischeren und erdigeren Ton bekommt. Und da fülle ich ein bisschen von der Farbe rein. Das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt geworden, kein Problem, wir können damit Lila immer noch ein bisschen gegensteuern. Packen wir also noch ein bisschen Lila mit rein in die Farbe und vermischen das alles. So, ihr seht, das wird schon ordentlich hell. Das ist auch ganz gut. Da möchte ich tatsächlich einen sehr starken Kontrast haben. Im Gegensatz zur Haut, wo die Übergänge weich sein sollen, möchte ich, dass die Kantenakzente sehr stark sind. Und dementsprechend soll der Farbunterschied auch sehr hoch sein. Was wir jetzt machen, ist, dass wir mit der helleren lila Farbe, die wir angemischt haben, die schon vorher lila bemalten Teile, noch einmal übermalen, allerdings ein bisschen dezenter anstatt wie vorher. Wir haben vorher die Striche einigermaßen dick gemacht, jetzt versuchen wir sie dünner zu machen. Empfehlenswert ist, dass zum Beispiel die hellere Farbe nur an Kanten rankommt, also wirklich hier zum Beispiel an der Spitze oder dort, wo sich zwei Richtungen, oder zwei Elemente treffen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier ist eine Kante, dass wir nur das dort ransetzen. Dadurch bekommt die ganze Farbe eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Strahlwirkung und auch einen dreidimensionalen Effekt, wenn wir nur dort die hellere Farbe auftragen bei den Kantenakzenten, wo zum Beispiel eine Ecke ist oder aber auch zwei Elemente sich treffen. Da male ich die Farbe wieder ein bisschen stärker auf. Versuche aber natürlich nicht in die Sichtschlitze zu malen, sondern drumherum. Müsst ihr ein bisschen Übung haben mit und einen sehr feinen Pinsel. Aber wie ich schon ein paar Mal meinte, das Schichten ist eine reine Übungssache. Und nichts weiter ist das hier, als dass wir ganz, ganz oft ganz viel schichten. Ja, und da wir jetzt die Farbe wunderbar angerührt haben und alle Rüstungsteile jetzt ein bisschen verschönert haben mit unserem Lila, benutzen wir genau dieses Lila auch, um unseren Mantel zu bemalen. Und zwar so, wie wir es vorher auch gelernt haben, wir bemalen nur die erhabenen Stellen. Das heißt, wir würden nur die hervorstehenden Falten vom Mantel bemalen. Das ist bei Stoff eigentlich immer ganz schön. Das heißt, wir würden das hier einmal bemalen und das, und wir versuchen halt, die tiefer gelegenen Stellen immer auszulassen. So, jetzt haben wir das ganze Lila aufgetragen und sieht ja noch nicht so geil aus, muss ich gestehen. Das liegt an zwei Gründen. Erstens muss ich gestehen, dass die Details bei den Avatars of War Figuren zwar sehr, sehr fein und sehr, sehr gut und detailliert sind, allerdings finde ich, haben die meisten Modelle, bei denen zumindest die Metallmodelle, Probleme mit dem Guss. Das heißt, einige Details sind nicht
ganz so stark rausgearbeitet, beziehungsweise ist dort irgendwie der Kontrast zwischen den einzelnen Elementen jetzt nicht so geil. Und zum anderen, das habe ich natürlich jetzt nur gesagt, um mich rauszureden, und zum anderen habe ich nur eine Farbschicht drauf gemacht. Gerade bei einem Mantel, der so stark und filigran modelliert wurde, sollte man vielleicht noch eine zweite Farbschicht machen. Und genau das machen wir. Wir erhellen das Lila jetzt noch einmal, um eine zweite Farbschicht aufzutragen. Und dazu nehmen wir unsere vorherige Farbmischung, die wir immer noch haben. Dank unserer Nasspalette ist die auch noch schön feucht. Und dazu nehmen wir ein Weiß. So, nicht allzu viel. Das kann schon fast ein bisschen viel sein. Wenn ihr das habt, dass ihr die Farbe mischt, ihr macht sie zu hell und habt keine Lust, andere Farbe zu verschwenden, indem ihr da jetzt wieder die alte Farbe mit reinmischt, gebe ich euch einen Tipp. Verdünnt diese Farbe doch einfach stärker mit Wasser. Dann, wenn ihr sie auftragt, ist sie automatisch dünner und ein bisschen transparenter. Ist natürlich ein bisschen schwieriger aufzutragen, weil sie halt flüssiger ist. Aber dadurch habt ihr halt die Möglichkeit, die Farbe mehrmals aufzutragen und dann die genaue Stärke zu bekommen, die ihr haben möchtet. Dafür nehme ich jetzt meinen feinsten Pinsel, den ich habe. In dem Fall ist es wieder mein Winsor & Newton, diesen Pinsel, den ich total liebe. Und nun fange ich an, die wirklich höheren Details zu markieren mit der neu eingemischten Farbe. Das heißt, auch hier ist es wieder, wir haben uns von ganz dunkel hoch zu ganz hell gearbeitet. So, hier lasse ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich trage die Farbe lieber ein bisschen dünner auf, dafür mehrfach als einmal stark. Denn wir können je nachdem, wie wir die Farbe auftragen, müssen wir entweder eine weitere Farbe nutzen, wenn wir zu stark auftragen, oder aber das kann schon alles gewesen sein, wenn wir die Farbe jetzt schön dünn und mehrfach und dafür aber gezielt auftragen. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt ordentlich Zeit lassen und das Auftragen der Farbe sowas von genießen. Nachdem wir dann den kompletten Umhang noch einmal akzentuiert haben in der zweiten Akzentschicht, sieht das Ganze dann so aus. Ich denke, das kann sich schon eher sehen lassen. Als allerletzte Schicht wollen wir noch einmal ganz starke Lichtakzente setzen auf unseren Umhang der Figur, und dafür nehmen wir noch ein bisschen Weiß und fügen das zu unserer Farbmischung hinzu. Das wird jetzt schön knallig und das tragen wir auf. So, und zwar werde ich das jetzt nur dort auftragen, wo sich verschiedene Falten treffen und wo zum Beispiel der Umhang zu Ende ist. Das heißt, starker Kantenakzent hier, ganz wichtig, oder hier, wo der Stoff in diesem Ring drin ist. Das muss hervorstechen. So. Da müsst ihr gucken, das ist auch so ein bisschen nach Auge, ne? Also wo ihr glaubt, wo es passen könnte. So, und das war im Endeffekt schon alles, was wir machen mussten. Wir haben die Haut bemalt, haben die Rüstung bemalt und haben Stoff bemalt. Und das alles tatsächlich nur mit drei Farben. Schwarz, lila und blau. Na gut, mit vier Farben weiß. Aber das geht halt alles voneinander über. Und obwohl die Figur noch nicht fertig ist, haben wir doch ein sehr homogenes Farbgefühl bei der Figur, und irgendwie hat man das Gefühl, das passt alles zusammen. Was wir jetzt nur noch machen brauchen, ist zum Beispiel diese ganzen kleinen Schmuckstücke anmalen. Ich überlege mir, dass ich sie in Gold anmale, nicht in Silber, weil Silber halt auf der hellen Haut nicht wirklich zur Geltung kommt. Die Hörner, die würde ich komplett schwarz machen und damit Glanzlack übermalen. Und man könnte sich überlegen, also ja, den Totenschädel muss man natürlich noch mal malen, die Waffe hier, diese Klinge. Und man könnte sich natürlich noch überlegen, ob man die Übergänge zwischen Stoff und Haut noch ein bisschen hervortut, indem man zum Beispiel mit ein bisschen schwarzen Wash oder einer schwarzen Farbe ganz dünn hier zwischen noch einmal einen Strich reinmalt. Man macht dann das sogenannte Blacklining. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, nun ist die Figur fertig und ich habe sie jetzt noch ein klein wenig gebased, und zwar so wie in Folge 12 und 13 beschrieben. Und schaut einfach mal auf Facebook rein, dort habe ich das finale Bild der Figur mit der Base, allem drum und dran, hochgeladen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und außerdem schickt mir bei Facebook die Bilder eurer Figuren, dann werde ich sie auch dort hochladen, veröffentlichen und dem Publikum von Dice präsentieren.